Heute gibt es mal eine Shoppingtour in der Apotheke. Nein, ich musste mir was gegen meinen Husten holen und habe mir gedacht, ja komm, den Joke, den reißen wir jetzt mal. Wenigstens darf man da noch rein. Also, die ersten Pakete sind unterwegs. Wahnsinn, was gerade bei der Post los war, aber es läuft und bald habt ihr eure Sachen bei euch zu Hause. Und ich gehe jetzt selber nach Hause und dann gucken wir mal, was es heute gibt für euch und vielleicht für mich. Oh, und heute zum Essen gibt's kalte Pizza von gestern. Hier mit Salami, Schinken, Peperoni und Mushrooms. Oh, ich liebe kalte Pizza. Heute ist der 6. Dezember, heute ist Nikolaus und so gab es für mich dann auch noch einen kleinen, aber feinen Nikolaus hier. Ja, ist er nicht schön? Und wir wollen jetzt selbstverständlich gucken, was es für euch gibt. Gestern habe ich dieses tolle Paket bekommen von der Debbie und dem Manni. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich habe den Namen jetzt auch richtig korrigiert in der Überschrift. Tut mir leid, aber so kleine Fehler passieren dem Manuel leider immer wieder. Jetzt müsste aber alles passen. Und da gab es jede Menge Filme für die Kleinen zum Verschenken, für die, die Familie haben oder einfach die Filme auch weiterschenken können an bekannte Verwandte und so weiter und so fort. Da sind einige Filme doppelt drin gewesen und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, weil heute ja auch Nikolaustag ist und dass die Kleinen auch sehr feiern, nochmal ein Paket für Kinder zu machen, denn das ist ja das Wichtigste, was wir neben der Gesundheit dieser Tage haben, nämlich unsere Kinder. Und deswegen gibt es hier nochmal ein kleines Paket für die Kids, ja, damit das Ganze auch rechtzeitig bei Ihnen ankommt vor Weihnachten und ihr dann noch zusammen mit euren Liebsten und Kleinsten hier ein bisschen schöne Filmabende verbringen könnt. Es sind auch noch ein paar Sachen dabei vom Wishmaster, vom Movie Riese, vom Chris und so weiter und so fort. Also herzlichen Dank nochmal an alle, die das gespendet haben. Habe ja gesagt, ich habe dann noch ein weiteres Paket, aber ich habe mir gedacht, hey, vor Weihnachten, das Wichtigste sind die Kids. Also komm, da machen wir einfach nochmal eins. So habt ihr praktisch die doppelte Möglichkeit, da was für eure kleinen Liebsten hier zu gewinnen. So, wir beginnen mit Pets 2. Ja, das haben wir noch vom Wishmaster, soweit ich weiß. Dann haben wir noch Dschungelbuch hier auf Blu-ray, Diamond Edition, dann haben wir Tarzan, dann haben wir Kung Fu Panda 3, Wo die wilden Kerle wohnen, haben wir hier noch auf Blu-ray, dann kommen wir zu den DVDs, da haben wir Planes, eben aus dem Paket von gestern, das große Krabbeln, dann haben wir Hotel Transylvanien, dann haben wir noch Shrek 2. Dann haben wir noch König der Löwen hier auf DVD. Prinz und Bettelmann haben wir hier noch. Dann der Herr des Dschungels haben wir hier noch. Däumling trifft Däumlinchen. Okay, ich glaube, ihr habt da mal die Erwachsenenversion gesehen. Asterix und Obelix haben wir hier noch. Weitere Asterix-Filme. Ja, und den dritten noch dazu. Also ihr seht es ist wieder ein richtig schöner Stapel dabei. Und da dachte ich mir, komm, da machen wir ein schönes Päckchen hier, ja, für die Kleinsten nochmal unter uns. Also ich denke, das kann sich sehen lassen hier zum 6. Dezember zum Nikolaus. Ihr wisst, was ihr dafür tun müsst, nämlich Hashtag Advent06 unten in die Kommentare schreiben und dann drücke ich euch die Däumchen oder Däumlinchen
wie immer ihr denn möchtet. Jetzt gucken wir uns selbstverständlich noch an, an wen die Filme aus dem Adventskalendertürchen Nummer 4 gehen werden. Und ich wünsche euch von dieser Seite aus schon mal viel Glück. Dann schauen wir mal, wer die 4 Superheldenfilme bekommt, die sich hinter Adventskalendertürchen Nummer 4 verborgen haben. Gehen wir mal zu den Kommentaren, Überprüfung ausstehen. Da müsste eigentlich nichts mehr sein. Ich habe das Ganze jetzt vorhin schon freigeschaltet und auch mit einem Herzchen versehen, damit wir hier auch keine unbeantworteten Kommentare haben. Das passt. Wenn wir mal hier draufklicken, dann sehen wir, dass es jede Menge Leute wieder dabei waren, die hier jeden Tag eifrig mitmachen, sich die Videos angucken, sich unterhalten, sich Tipps geben, beglückwünschen untereinander, genauso wie es eben in dieser Community sein muss. Das freut mich natürlich sehr und somit nehmen wir uns jetzt hier mal diesen Link, machen hier drauf, dann brauchen wir noch den Text, Hashtag, nein, nicht das. So, jetzt Advent 04. So, dann holen wir uns die Kommentare. 36 Kommentare haben wir hier jetzt mit am Start, die dabei sein möchten. Und dann schauen wir mal. Der Glückliche oder die Glückliche ist Jürgen B. 1969. Ja, herzlichen Glückwunsch, mein lieber Jürgen. Advent 04, auch er beglückwünscht die anderen Gewinner. So soll es sein. Finde ich eine tolle Geschichte. Also Jürgen, du weißt, wie es geht. Einfach mich anschreiben, dann passt es. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal von dieser Seite aus. Schreib mich bitte einfach an, E-Mail, Facebook und so weiter und so fort. Du weißt Bescheid und dann wird dein Gewinn recht zeitnah hier auf Reisen gehen. Und zu guter Letzt bleibt es natürlich noch dabei, hier bei unserem Adventskalender-Türchen öffnen. Das genehmige ich mir hier jetzt dann in Ruhe. Sag schon mal tschüss, danke fürs Zugucken. Auf bald, meine Freunde. Bleibt gesund und Servus!